Moin Leute, ich bin der Steffen und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mein erstes Gameplay auf der neuen Version von Consulat. Bei der haben sich auch ein paar Sachen getan. Ich würde sagen, im Vergleich zum Clubhouse-Map-Buff nicht ganz so viel, aber wir haben überall ein paar neue Texturen. Wir haben einen neuen Bombenspot und zwar mit Archives und Tellers, der sich tatsächlich auch ganz gut spielt. Und speziell Spawn-Peaks Richtung Tankstelle oder Gas-Station wurden erschwert für die Verteidiger, indem die Angreifer ein bisschen mehr Deckung bekommen haben, indem zum Beispiel ein Sonnenschirm eingefügt wurde. Und auch die Steinmauer bei den Yellow Stairs ein bisschen verschoben wurde. Der Spawn bei den Polizeifahrzeugen wurde für die Angreifer auch ein wenig verbessert. Es gibt mehr Springmöglichkeiten außerhalb der Garage und auch einzelne Elemente innerhalb des Gebäudes wurden mal verschoben, wie zum Beispiel die Flagge oben im Hallway neben Meeting. Aber sonst springen wir ins Gameplay und schauen wir uns den Map-Buff ein wenig an. Am besten finde ich ja die gute alte SMG, die ist gar nicht wiederzuerkennen. Ist super. Also, super, ne? Also so, Hand kriegst du immer easy damit. Muss halt vor auf die Füße aber am besten zielen. Ja, genau. Erst auf die Füße, aber dann geht das auch safe dorthin. Ja, die spielen einen neuen Spot. Cool. Nice. Der neue Spot ist Archives und Tellers, ne? Am besten take man irgendwie über Garage oder so. Das bauen wir euch, Police Line. Mich stört ehrlich gesagt ein bisschen, dass man nicht Dingens approachen kann hier, wie heißt Lobby. Über einen weiteren Hallway oder so. Also du kannst von Visa nur in Lobby rein durch diesen einen Hallway. Ja, schon weil er so lang ist, ne? Also es müsste irgendwo hier Cover irgendwie geben noch in diesem Hallway. Cover, genau, oder es müsste halt. Ich finde halt sowas wie ein zweites, da wo die Hatch ist eigentlich in der Lobby, finde ich, sollte so eine Art zweiter Eingangscounter sein, der da halt ins Teller's Office reinführt gleich. Oder die Richtung so generell, ne? Ah, das Lobby. Mach doch nicht auf! Ja, bist doch hier Ash, ne? Hast doch eben. Ne, deswegen spiel ich ja Ash, weil ich keinen hab. Ja, no brain, no aim. Ich dachte, so läuft das. Ja, ne, im Piano, so. Holy moly, das ist ja so geil. Och, lol. Ja, naja, so no aim. Ich hab auch alles verfehlt. Aber ich. Ich dachte, er piekt, dann piekt er nicht. Dann schieße ich da hin, wo ich dachte, wo er war, und dann war er schon drüben. Flash, hier ist der erst bei mir. Push mich. Bist du markiert, Jonas? Bist du markiert? Nice. Ja. Wo ist sie? Okay. Alle bei mir hier. Scheiße, ich dachte, das hätten sie rausgenommen. Das sah gerade so aus. Neue Musik hier. An der Hatch oder was? Ja, ne? Ja. Come on. Ja, ich schaff's drauf. Selbst. Echo. Double. Right there. Oh. Wie mein Reload ist ein bisschen mit zurückgegangen. Hat der gerade ganz laut gesagt, dass er blendet? Ich blende. Danke. Ja. Im Hipfire, eine Headshot gedrückt. Hat kaum irgendwie. Also wegen ist halt, du musst halt wirklich safe. Für dich eine Zeit entscheiden, wo du verteidigst. Ne? Verteidigst du Admin oder halt. Ja, so eine Rotation für die Visa Stairs. Kann man ein bisschen runtergehen vielleicht. Ja, aber so. Ist auch richtig kette, wenn du da durchgehst, die haben oben Metten eingenommen. Auch schon durch die Fenster aim. Ja, okay, klar. Das ist, gar nicht das ist halt auch Cancer, ne? Aber wenn diese Rotation nicht allzu oft macht, wusste ich das jetzt nicht. hier, Noob hier, rechts machen muss hallo. Die Rotation, ne? Genau, wer kennt nicht die Tellers Rotation? Hallo, Rotation rechts machen. Die ist bekannt, Mann, ich bin dumm. Hallo. Hallo, sorry, ich spiel kein Scaria. Fresse, ey. Ey, klatsch gleich! Noch lauter, bitte! Wer? Okay! Nein, Jonas, halt's Maul! Werft du! Ich will ihn noch spawnen. Garage der schon, Garage der ist. Direkt wird. Dann geht's wahrscheinlich schon drinnen, ne? Geht die Stairs runter, Main Stairs? Oh, von wo? Hä? Herr Wex hier? Wie ist das der? Keine Ahnung. Last.
Last one, jetzt Blue, Blue. Cafeteria. Ja. Ich glaube ich in die Claymore rein, ne? Er hat ihn gesehen. Was ist der? Er hat ihn erwischt. Geht aber hoch, ne? Wir haben nur die Cam oben. Achso, aber wir haben keine Cam on Spot. Du hast ja die Rotation gemacht. Eben. Eben. Wir sehen ihn nicht. Nee. Keine Ahnung, wir sehen ihn nicht. Nee, weil da eine Einfenster zur riesige Sonne davor und. Bei der andere ist quasi so ein Ventilator. What's up? Wir sind halt in A. Der weiß es. Offen, wusste ich. Ne, doch nicht, okay. Also der Diffuser, der war vor, bei dem Main Stairs. Er ist jetzt unten bei Visa Stairs wieder, wo du ihn vorhin getrappt hast, und er geht in Red rein, links. Er ist dort links, Ich seh. Also. Da kann Claymore. Ich hätte ihn gesehen, wenn er raus ist. Können was kaputt machen? Ja, ein Arcus. Wie geil. Ah, das ist halt richtig scheiße, ne? Wenn du dann halt ein Clash 1v1 bist, hast du halt. Wenn du planten willst, ist RIP. Ja, auch so, wenn du dich pushen willst, genommen, hast du einfach. Ja, also solange du halt weit genug von dem weg bleibst, ne? Als Clash, kannst du den ja die ganze Zeit auf der Stelle behalten, weil wenn er weg will, gehst du näher ran, wenn er dich punchen will, gehst du weiter weg so und dann kannst du ihm die ganze Zeit auf die Nisse gehen. Ja, weil aber was bringt denn das? Du willst ja angreifen, du willst ja gewinnen, dann ist halt auch vorbei. Dann bringt das nee, ich auch mein, als Clash, wenn man selber Clash spielt, so, du hast, sobald so. Du im 1 gegen 1 bist, hast du in der Bombe gewonnen, wenn du es richtig machst. Denke ich, oder? Ja, die Sache ist ja die, wenn dein Strom alle ist, alle. Dann kann er dich ja mal pushen. Ja, aber er ist ja irgendwie wegrotiert. Ich meine, das hält ja eine Weile nach. Im Grunde genommen kannst du das doch umgehen, oder? Ich bin weggegangen, mal weiter zurück. Wie ist denn das Verhältnis von Nachladen und Dingens? Ja, das dauert, glaube ich, lange genug. Also, es ist möglich. Du kannst ihn eigentlich sehr lange zappen und verlangsamen, oder? Und der muss ja auch erstmal überlegen, was er macht in dem Fall. Pusht er wirklich rein, so? Weißt, er kriegt ja auch Schaden, wenn er low ist. Wenn nicht, geht er lieber weg, so? Es war halt irgendwie nicht so schlau, dass er halt kurzzeitig abgebrochen hat. Er hat mich ja fast gehabt. Ich war halt fast leer und dann ist er weggedreht. Hätte er halt nicht machen dürfen. Ja, da hat schon zu wenig Leben, ne? Hat halt Angst. Der wusste halt auch nicht, wie lange es noch geht. Ja, gut, stimmt, der Radar schon super low. Ah, weil der war halt ja relativ, der war halt ja fast tot. Wenn er nicht ewig Schaden einem so einen Blitz macht. Auch, eigentlich auch nicht so viel. Wirklich? Hat er 8 bis 10 HP gehabt. Ich glaube, Garbage Breach für mich wird schwierig. Necky. Ist halt echt so, ne? Wir können halt runtergehen. Ich kann natürlich hier irgendwie nicht. Ach, schau mal hier. Breachen mit ihm. Hier, die Veränderung habe ich noch nicht gemerkt. Haben wir ein Stück von der Railing weggenommen. Mira Window. Ach, und hier auch? Lol. Haben sie komplett weggenommen, damit es flankfreundlicher ist, glaube ich. Hier kann man aber immer noch nicht drüber springen. Was? Wie sieht's aus, Corny Boy? Ja. Ist einer White? Oh, sorry! War noch nicht so richtig durch. Ne? Oh, nicht. Nee. Wird noch ein Stück wegsensen. Oben drüber aufgemacht. Echt? Also. Ja, ne? Ja. Ja, toll, halt mal, Eric. Schon mal nach. Oben drüber aufgemacht haben, würde ich mal sagen, lass uns stecken. Ja. Quark, da wird gegen. Wieso? Wieso guckt sie nicht auf mich, sondern. Wieso guckt sie woanders hin? Wieso ist sie da weggelaufen von mir? Ich dachte, das ist. Ja, das ist mitbekommen. Ich habe aber noch kein Geräusch, dass irgendwas gepitcht wurde. Naja, das könnte natürlich sein. Kommt bei White Van nicht hoch. Ist im Hallway unten bei Spiral. Ne, ist jetzt bei der Rotation. Die sind Zeit noch, die Alibi. Alibi on Zeit, White Van.
Murrow, unbekannt. Ja, aber heißt die Löscher. Ist im Dingens, geh einfach Sparrow runter. Security, was? Ja, Security. Oh, jetzt geht er auch dahin. Die Mira mit neuen Kaffee in. Jetzt geht er auch zu dir, ich hasse. Er wollte gerade planten. Er plantet. Braucht er nicht. Gag, was die Barrikade offen ist. Was soll denn das hier? Mal erzählen. Ich möchte sein Barber kaputt machen. Ich bin ja gespannt, wie viele Hatches man von unten aufmachen kann. Die Hatches zu öffnen war nicht so schlau, egal. So, was die Reichweite angeht, ist hier. Auf jeden Fall Bar auf Chalet, mit Sicherheit. Die kriegt man auch mit Sledge auf. Dann wird der das Ding auch aufkriegen. Ich bin da oben oder jemand von euch? Vielleicht wird dieses Topfloor Mira wenn nur mal ein bisschen testen. An der Flag. Ja, ich bleib unten. Mal sehen, wie das so ist. Wir haben noch nie in Aktion benutzt, weil wir hätten nie Lobby spielen. Aber ein Shell kann doch kaputt gehen, ne? Irgendwann? Das von Clash? Nee. Ja, oder? Nein. Ja, der ist unstructured. Ah ja, nee, das ist das Stromding. Ah. Was siehst du? Oh nein, ich kann dir nicht helfen. Admin, I think. Admin, okay, das ist schnell. So, Ash ist outside. Nein, die war schon rechts Baguette, ich wollte es anfaken. Gib dir mir einen Headshot durch, durchs Baguette, Alter. Shit. Durchs Baguette. Schau mal Jonas zu. Ach so, Leute, ich hätte schon auf die Seite gerafft. Ich bin heute so. Wo? Wo ist die? A Hatcho, Meeting. Oben war es, aufpassen. Das ist mir ihrer, wenn du ne, was du runterschauen kann. Eine ja. Outside. Geht. Wie weit runter. Kann man das sehen? Mit dem Mirror Window. Hab ich ja noch nie gesehen. Du kannst ja bis zur Tür sehen. Ist eigentlich ganz gut, ist aber natürlich schlecht verteidigt, weil der Legion einfach selber im Meeting saß. Aber er hatte ihn. Nice. Ui! Ja, das ist der erst. Test mal, ob du das Ding triggern kannst und er dabei tot. Nee, du kannst den Drohnen nicht zerstören, auf jeden Fall. Geh nicht da ran. Ui! Achso. Nice. Könnte auf dem Spot sein? Nee, Lobby nicht. Meeting vielleicht? Ja, oben wahrscheinlich noch, ne? Nee, in der Lobby, bei der Statue. Geht in Tetris. Und gleich hier Piano. Tetris? Ja, weiß wie ein Tetris-Stein aussieht. Rechteck. Also ist rechts von dir, Jonas, ja. Come here, my baby. Oh nein. Ach, fuck. Das ist schon 4-0. Hab ich ja richtig mitgehört. Wer war in der Lichen? 2-4. Pullout. Also ist er mir hinterhergelaufen? Ja, das ist irgendwie raus. Dann hab ich Claymore zu laufen, oder hab ich die Claymore getriggert und er war einfach in der Nähe und ich hab ihn getötet damit. Nee, ich glaube, er ist rausgelaufen.